Ja, servus und hallo, zurück zu einer weiteren Folge Singularity. Und wie ihr sehen könnt, bin ich nicht auf der anderen Seite, dafür bin ich ziemlich geboostert. Und zwar wäre das natürlich leichter gewesen als gedacht. Naja, gut, wir haben da wieder die blinden, ruhigen Tiere aus der Tiere, ist gut, ja. Die blinden, ruhigen Dinger aus der letzten Folge. Oder auch nicht. Nice, so geht's auch. Ja, wir haben in der letzten Folge uns so durchgesneakt in mehreren Anläufen. Nice. Noch einmal? Ah, okay. Nein, nicht ihr, nicht ihr, nicht ihr, nicht ihr. Ich hasse die Dinger. Alles zerstören. Was mit den Dingern zu tun haben könnte. Puh, und dann geht's weiter. Und wieder sneaken wir an den blinden, geilen Dingern vorbei. Und übrigens ist mir jetzt auch aufgefallen, wir haben die Dinger noch, wir sind denen noch nie begegnet. Also wäre es ziemlich unlogisch gewesen, wenn wir das früher schon mal nutzen hätten können. Ja. Das ist sicher gut. Jo. Aber was stehst du, solche Sachen hören es nämlich einfach nicht. Mir soll es recht sein, weil so kommen wir weiter. Warte, setzen wir mal auf, wie das ausschaut. Aber ihr kennt es sicher. Beim Zocken, da rutscht man einfach hin und wieder in Waffentechnologien. So ein bisschen hinunter. Sicher jedem schon passiert. Unsere Anzahl sinkt rapide. Wir müssen einen Weg aus dieser verdammten Kanalisation finden und zur Warnlinie kommen. Dort sollten wir eine Lok finden können und damit zu den Docks fahren. Leider müssen wir uns langsam bewegen. Viele von uns sind verletzt. Die Kreaturen sind stark und sehr verschlagen. Jetzt Nacht hatte ich einen Albtraum, in dem Björn verstarb. Ich würde gerne glauben, dass es nur ein Traum war, aber mein Herz sagt mir, es ist die Wahrheit. Oh je. Tja. Es muss irgendwie schlimm sein, wenn alles so vor sich hingerafft wird. Ja, es war klar, dass wir einlaufen. Ich wollte es versuchen, ich wollte es riskieren, ich hätte es nicht machen sollen. Wenn wir ja eh die Waffe dabei haben, mit der man sowas ganz leicht lösen kann. Und wir brauchen das Ding schon wieder. Aber das finde ich auch cool. Das ist auch sehr, sehr cooles. Also wenn man so ein bisschen Puzzle in das ganze Game bringt. Ihnen läuft die Zeit davon. Mir würde interessieren, also ich hoffe, dass wir gegen Ende noch herausfinden, wer die Sachen an die Wand geschrieben hat. Ich begebe mich zur Bahn. Das Wir wäre treffen uns interessant. dort. Also ich glaube, wir könnten die Dinger einfach wegrecken. Aber ich finde sowas cooler. Wir gehen jetzt aber noch unsere Sachen upgraden, auf jeden Fall. Chill. Vorsichtig! Demichevs Patrouillen suchen uns überall! So. Oh, das ist sogar wirklich ein Upgrade. Okay, nice. Ach, ich liebe die Animationen. Die sind echt cool. Oh, nice. Das ist sogar andere Farbe. So, ein bisschen andere Farbe. Ja, das ist nice. Was kann man jetzt da? Drücken Sie zweimal schnell, um einen Soldaten in einen Wiederkehrer zu verwandeln. Oh yeah. Aber zuerst. Wo ist der Gegner? Den verwandeln wir gleich. Стреляй!
Also ich glaube, die sollten sich dann gegenseitig killen oder so. Funktioniert das? Nein. No. Okay. Nämlich drücken Sie zweimal schnell Q. Und was es dann macht, passiert nichts. Und dann geht's auf mich los? What the fuck? Ja, das ist nicht Ziel der Sache. Ja. Wir versuchen es trotzdem. So, ich glaube, das ist das Ziel an der Sache. Trotzdem geht das Ding dann auch auf uns los. Attackujem! Ist da was Cooles? Haben wir uns mal ein Medikit eine. Unsere Gegner sind da ziemlich wortkarg, wie ich finde. Aber hey, zumindest schickt er uns ganz viele Deutsche. Ich hoffe, das bringt uns noch was. So, ich hoffe, das ist mal gut. Haben wir jetzt echt dieser Upgrade gekauft, damit wir statt 5, 6 Sachen mitnehmen können. Was macht denn der jetzt? Hallo? Genau! Das ist ja der ärgste Scherz. Gut, das hat dann nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Ich werde die übrigens nicht mehr verwandeln, ich finde das ziemlich unnötig. Irgendwie. Naja. Wow, lol. Ah, wir versuchen es noch einmal. Okay, nein, wir haben nur verbrannt. So. Also, das funktioniert mit der Waffe eindeutig besser, als wenn wir die ganzen Gegner die ganze Zeit verwandeln. Aber trotzdem finde ich einfach, dass es möglich ist, spannend. Ein Trupp hat mich gesehen, aber ich konnte ihn abhängen. Also irgendwie. Ich finde es immer noch strange, wenn mir die ganze Zeit Russen ins Ohr schreien. Aber es ist irgendwie cool. Ich mag solche Spiele, in denen so russische Szenarien vorkommen. Ich finde das mega nice. Also, man, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich Metro so sehr liebe. Wie euch eventuell aufgefallen ist. Psst, sie sind in der Nähe. Oha. Voll die Spezialeinheit. Ein Moment. Aber wir sind die Spezialeinheit. Da blockiert noch eine Wache den Weg zur Bahn. Haben Sie eine Schusswaffe? Etwas besser als eine Schusswaffe. Ihr habt das. Obwohl es jetzt vielleicht nicht die beste Idee war. Lal, sag mir bitte, das ist ein MG. Nehmen Sie die Waffe. Sie könnte nützlich sein. Tschüss, Nagelpistole. Guten Tag, Automatikkanone. Alles klar. Sowas hat einfach jedes Game, glaube ich.
Also jedes Game, das ein bisschen was von sich hält, hat einfach so ein MG. Na super, verschlossen. Nice. Vielleicht passe ich ja durch diesen Schacht. Lol. Helfen Sie mir hoch. Naja. Ich hoffe, sie hat mir zu viel gegessen. Danke. Ah, schaut eh ganz schlank sie mal aus. Von der anderen Seite öffnen. Das ist gut. Ist lange her, seit jemand hier war. Ich will das Ding einsetzen. Ich will das Ding einsetzen. Hier ist ein Schaltpult. Ich schalte zum Zug. Okay. Ich würde das MG verwenden. Etwas muss die Tür von der anderen Seite aus blockieren. Glauben Sie, Sie können sie öffnen? Jupp, aber erst nachdem ihr das gehört habt. Ihr verdammte Damage-Chef und seine Experimente. Wir sind jetzt nur noch zu dritt und haben kaum noch Lebensmittel und Munition. Ich kann nicht anders, als diese Kreaturen zu bewundern, weil sie so tödliche Kampfmaschinen sind. Wenn man sich nur vorstellt, was die Sowjetunion hätte erreichen können, wenn man diese Experimente sicher unter Kontrolle gebracht hätte. Der Westen hätte hilflos dagestanden. Das stimmt allerdings. Und da haben wir richtig fett Upgrade-Sachen. Upgrade, Upgrade. 3600, das ist nice. Schneller heilen braucht man nicht. Was aber ganz interessant wäre. Nö. Irgendwas blockiert die Tür von der anderen Seite. Nö. Erhöht die Wirkung von Erste-Hilfe-Bäckchen. Das finde ich ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, soll ich das nehmen oder soll ich mehr mitnehmen können? Ich glaube, dass die Wirkung fast gescheiter wäre. Und wir nehmen noch. Wenn wir könnten einfach sparen. Oh, wir nehmen die Sprintdauer. Das machen wir. Und nehmen wir es halt einfach und gehen wir. Es bringt uns ja nichts, wenn wir das haben. Und ich glaube, wir haben auch genug Waffen-Packages, um uns da ein bisschen auszutoben. Aber die Frage ist, wie man sie aufkriegt. Was verbessern wir? Wir haben drei Waffentechnologien. Wir könnten die Valkyrie jetzt da richtig zu richtiger Schadensding machen. Dann wäre es halt unsere Main-Waffe. Das wäre jetzt halt. Ich bin eigentlich dafür. Ja, wir machen es. Wir nehmen da mehr Schaden. Und da ist sowieso immer Nachladen nach jedem Mal. Nehmen wir einfach schneller nachladen. Jetzt ist die Valkyrie, glaube ich, schon ziemlich stark. Stärker als sie vorher war. Und das nutzen wir. Hoffentlich. Aber das schaut mir schon wieder so aus, als würden wir die Sniper brauchen. Beziehungsweise die MG. Ah, da ist die Sniper sogar. Jetzt ist die Frage, Valkyrie, MG oder Sniper? Weil ich weiß nicht. Ah, okay. Gute Arbeit, Renko. Schauen wir, was passiert. Sehen Sie, da ist die Bahn. Wir müssen zum Antrieb. Wo ist die Bahn? Ah, Scheiße! Ich glaub, mit der Waffe trifft man halt einfach nichts. Aber wie das halt so ist bei MGs, wir nehmen wieder unsere Valkyrie. Wir können mit der explosiven Fässer auch ganz viel Schaden machen. Also das ist jetzt uncool. Okay, das ist ein bisschen ein Gemetzel. Nö. Anscheinend machen wir keinen Schaden.
Hauptsache die Valkyrie macht dann genug Damage. Das Update hat sie so auszahlt. Ja, aber gut, wie kommen wir da jetzt runter? Da ist noch ein bisschen Valkyrie-Munition. Die können wir noch mitnehmen. Ah, da, okay. Alles klar. Wir haben sogar oben bleiben müssen. Ah, sehr interessant. Da hat man noch einmal AMG. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich kacke. Don't trust her. Ja, ach, keine Ahnung, wer das schreit. Nimm deine verdammten Hände weg! Lass mich los! Renko, Hilfe! Retten Sie Catherine! Okay, aber mit unserer Valkyrie sind wir da schon ganz gut im Game eigentlich. Der war ziemlich getarnt, der Sneaky Boy. Und ich sehe schon, wir sind schon wieder mega über der Zeit eigentlich. Dadurch, dass ich die Folgen eigentlich kürzer halten wollte für euch, weil mir die letzten Let's Plays immer ziemlich langwierig vorgekommen sind, machen wir genau vor der Ecke Pause und bis zur nächsten Folge. Und dann erfahren wir auch, was mit der Catherine passiert ist. Und somit schaut jetzt auch am nächsten Mal wieder ein bei Singularity. Bis dahin, ciao.